Hallo und willkommen bei den Brickfreaks. Heute mit Frank aus Deutschland mit einem Set von der Firma Funhole. Unser Spaßloch ist wieder da, ich freue mich. Ihre Nummer F9006, 1 und 2 hatten sie mir geschickt, 3, 4, 5 nicht. Die 6 wieder, 1056 Teile, 8 plus. 10, 12 glaube ich ist besser. Ich habe es ja schon gebaut. Die Rückseite, wir haben immer eine schöne Aufmachung, man kann es auch so schön aufklappen. Haben eine tolle Aufmachung, haben tolle Anleitungen. So. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Ich zeige euch, was hier im Karton drin war. Dann schauen wir uns das kleine Aufbauvideo an. Dann seht ihr ein paar Fotos von dem Set in Nahaufnahmen. Und dann erzähle ich euch gleich noch was über den Aufbau. Ungefähr die Hälfte vom Bauabschnitt 1 haben wir hier und es ist bis jetzt fantastisch. Also A, es macht richtig Spaß zu bauen. Es sind sehr originelle, schöne Baulösungen bei. Die Teilequalität ist super. Okay, wir fangen hier unten an mit einem Haufen kleinen Technikrahmen, dem ganz kleinen, dem 4x6 und ein paar Technik-Bricks. Oben drauf kommen ein paar Platten. Hier vorne oder hier unten seht ihr es, haben wir von hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs schon verbaut. Wir haben den schönen Grill. Ich bin mal gespannt. Ich habe leider gerade meine ganzen Schienen verkauft. Alle. Ich habe keine Schienen mehr. Wir müssen dann hinterher mal gucken, im Vergleich mit einem Lego-Zug, ob die Spurweite hinterher hinkommt. Okay, wir haben schöne silberleuchtende Teile. Was ist das? Flat Silver, glaube ich. Okay, hier die Motorblöcke, zweckentfremdet. Ja. Man sieht noch nicht so viel, aber wie gesagt, es macht großen Spaß. Die Teilequalität ist spitze. Wir haben zwei Aufkleber aufgebracht. Ihr seht hier die 813. Okay. Und hier sehen wir dann auch den kompletten Bauabschnitt 1. Wir sehen hier die für Dampflokomotiven typischen Gestänge an der Seite. Wir haben hier goldene Druckbehälter oder sowas angebracht. Keine Ahnung, so sieht es von vorne aus. Von oben. Wunderbar. Tolle Technik, tolle Teile, tolles Design. Bis jetzt bin ich absolut begeistert. Das ist wirklich bis jetzt ein absolut tolles und geniales Set. Ich hoffe mal, dass der Bauabschnitt 2 und 3 das nicht verändern, sondern dass ich hier mit Freude dabei bleibe und euch hinterher zum Schluss auch wirklich ein tolles Lokomotivchen für die Vitrine zeigen kann. Gibt nichts Besonderes. Die Bautechniken sind nett, die Teile sind super und ja, alles. Zwei Daumen nach oben. So, ungefähr die Hälfte vom Bauabschnitt 2 und ihr seht, mächtig vorangegangen, also hier vorne unter dem Rad hier, also unter der Turbine haben wir Beleuchtung, hier oben haben wir LED-Licht, hier unten drunter haben wir jeweils ein LED-Licht, hier oben drauf haben wir LED-Licht, also es sind einer, die unten rausschreien können, Aufkleber. Schönes Flat Silver.
hinten große Tür, noch nicht. Ah, ich muss ihn wieder rausholen. Okay. Schöne goldene Zahnräder, wenn jemand braucht. Ohne Funktion, aber immerhin goldene Zahnräder. Das hier unten müssen wir auch nochmal dran machen. Okay. Macht super, super, super Spaß zum Bauen. Mit der Beleuchtung verlegen, bis jetzt geht es eigentlich ganz gut. Jetzt mal gespannt, wie es hier oben, wie ich das hier kaschieren soll. Okay, werden wir sehen. Aber bis jetzt ist es bautechnisch, teiletechnisch und auch wie gesagt, die Anleitung zeigt auch recht gut, wie man das LED legen soll oder die Kabel auf jeden Fall legen soll. Wunderbar. Ganz, ganz tolles Set. Ich hoffe, ne, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Es sind drei Bauabschnitte, wir sind bei der Hälfte von zwei. Dass es doch bitte bis zum Schluss so fantastisch bleibt und dass wir das einigermaßen gut kaschiert kriegen nachher. Der Bauabschnitt 2 ist erledigt. Und es und somit die ganze Lokomotive. Weil Bauabschnitt 3 tun wir uns dann dem Tender, dem Anhänger, dem Kohlenwagen sozusagen widmen. Oder in dem Fall, der ist sogar ein bisschen anders. Der ist, glaube ich, sieht ziemlich cool aus. Okay, hier oben haben wir 18 von den normalen Slopes. Hier haben wir die breiteren. Schöner großer Dampfauslass. Das Einzige, was ich hier jetzt bemängel, in Anführungszeichen, ist, dass man das von der Anleitung des Kabels hier runterlegt. Und hier dann hätte man auch hier runterlegen können und hier hinten durch. Dann würde man das hier nicht sehen. Naja, nur so als kleiner Tipp, wenn ihr es baut. Ansonsten, hier ist ein bisschen filigran. Hier muss man gucken, das sitzt so auf einer Noppe. Das steckt man hier erst rein und dann hier oben drauf. Dann bricht es hier unten gerne wieder weg. Das war es bis jetzt das einzige Stück, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss. Ansonsten lässt es sich obercool bauen und ist, finde ich, echt ein Blickfang. Eine der schönsten Lokomotiven, die ich bis jetzt gesehen und gebaut habe. Gebaut habe ich ja nicht allzu viele, wisst ihr ja, den Lego-Schnellzug, den Maersk-Zug, Ausini und ich glaube noch irgendwas, also vier Züge, eher von Kasi ein, den habe ich nicht mehr auf dem Kanal gezeigt. Also allzu viele Züge habe ich bis jetzt nicht gebaut und der unterscheidet sich dann doch wenigstens in der Bauweise ein bisschen. Aber dessen auch geschuldet, dass er nicht motorisiert ist, dafür aber obercool beleuchtet. Okay, ja, Bauabschnitt 3 wartet. Ich bin gespannt. Ich denke, dass von hier dann eine Einspeisung nach hinten geht. Eine Verlängerung, die beiden in der Verlängerung und hier hinten dann im Tender wird dann wahrscheinlich die Stromversorgung dauerhaft sitzen. Aber ich denke, als schönes Vitrinenmodell sieht das sicherlich absolut top aus. Außerdem kann man ja noch so rumstellen, dann sieht man das Kabel auch nicht. Sieht man zwar hier, aber hier ein bisschen. Aber es geht. Fertig. Jawohl, unser Steampunk Train von der Firma Fumhole. Ihr habt jetzt nur Bauabschnitt 1 und 2 gesehen. 3 habe ich dann in einem durchgebaut und gleich angeschlossen. Insofern konnte ich den euch jetzt nicht mehr einzeln zeigen wegen der ganzen Kabellage. Ihr seht ihn jetzt. Ne? Ihr habt die Bilder gesehen vom Zug. Mit Licht, ohne Licht. Ihr habt das kurze Video gesehen, wie er sich einmal dreht im Dunkeln mit vollem Licht. Also die Beleuchtung, denke ich, habt ihr gut wahrgenommen. Okay, gehen wir nochmal durch. Box, Funhole typisch, erstklassig.
Also von daher ist es wirklich eine meiner Lieblingsfirmen geworden. Mit 3 Sets, das müssen wir mal schaffen. Die Anleitung ist bedenkenlos. Man zeigt, also sie zeigt einem sehr, sehr, sehr gut, wo man die Kabel langlegen soll. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden mit so viel Beleuchtung, dass man die Kabel im normalen Taghellen bei genauer Betrachtung sieht. Ne? Aber wenn man natürlich im Halbdunkel oder ein bisschen Dämmerlicht in der Vitrine stehen hat, sieht man die Kabel nicht. Kommt auch immer darauf an, welche Seite man zeigt. Weil wir haben eine Batteriebox. So, also wenn er ihn einfach ins Regal stellt, dann ne, macht er die Batteriebox auf die andere Seite. Okay, also Anleitung top. Lieferumfang super gut, weil es ist ja nicht nur das ganze LED-Kit dabei, es sind auch ein Teile drin, eine Pinzette und fantastische Aufkleber dabei. Also Funhole macht, was das betrifft, alles richtig. Was das Produkt selber betrifft, alles richtig, egal bei welchem Produkt. Wo sie vielleicht noch ein bisschen besser gucken sollten, ist vielleicht Wasserreleasen unter Umständen. Haben sie jetzt 2-3 Sets rausgebracht, die in der Popularität nicht so hoch waren wie jetzt die Hütte. Oder ich denke, der hier wird vielen gefallen. Vor allem, wenn man weiß, es kommt noch ein passender Bahnhof dazu. Jawohl. Also wenn ihr euch den holt, müsst noch ein bisschen warten, dann kommt noch ein passender Bahnhof von Funhole. Okay, ich drehe ihn nochmal rum. Die Endmontage der Verkabelung ist dann auch nicht allzu schwer. Unterm Zug ist noch eine Viererblade, wo die Anschlüsse drankommen und dann geht es an die Batteriebox. Die Batteriebox könnt ihr auch, oder besser gesagt, das ganze Set könnt ihr auch betreiben mit USB. Also ihr müsst nicht wie ich jetzt hier die Batteriebox benutzen. Wer Lust hat, und das ist mit Sicherheit auch möglich, baut einfach die Batteriebox hinten in den Wagen ein. Von den Kabel und den Kabellängen ist es kein Problem. Man kann es dann durch die Tür rausführen. Hier. Also man kriegt es da, steht es ein bisschen ab. Ja. Man kriegt es durch die Tür rein, dann kommt halt hier unten 2-3 Kabel raus. Aber dann sieht man immerhin die Batteriebox nicht. Also das ist auch noch gut möglich. In der Lok selber, höchstens im Fahrerhäuschen hier. Da müsste sie auch noch ganz knapp Platz haben, die Batteriebox. Aber wie gesagt, es ist möglich. Zugteile haben wir kaum verbaut. Ne? Die Räder und hier vorne so ein bisschen die Wildwest-Lokomotiven, Rammschanze. Gucken wir doch mal, was das Ganze hier aufs Metermaß bringt. So. Also knapp 45 cm mit der Laterne hinten. Höhe am Schornstein 12,5. Und Breite, ja, wollen die Lok hier so ein bisschen überstehend. Also gute 8,5 großzügig gemessen. Was euch jetzt wahrscheinlich interessiert, müssen wir mal gucken. Ich habe keine Schienen mehr. Ich hatte ja letztens so ein bisschen Flohmarkt und da waren viele von euch da. Vielen, vielen Dank, die da waren und mir was abgenommen haben. Und da hat mir jemand alle Schienen abgekauft. Ich habe zwar noch ein paar Züge, aber da ich mir eh die Stadt nicht aufbaue, habe ich gedacht, was weg ist, ist weg. Habe aber nicht dran gedacht, dass der oben schon lag. Hätte ich sollen vielleicht 3 Schienen aufbewahren. Ich habe gedacht, wir messen einfach mal hier aus. Ich meine, den kann man eh kaum fahren lassen, weil er hat ja kein Drehgestänge unten drin. Ja, auf der Geraden. Aber es ist ja interessant, wenn man einen Bahnhof hat, ob man ihn dann wenigstens auf die Schienen im Bahnhof stellen kann. Ja, also fahren wir das Ding hier nie. So, schauen wir mal, was das ist. Nur wer es interessiert, das ist ein Kasi-Schnellzug, nachgerüstet von mir. So, was haben wir denn für eine Spurbreite hier unten? Also die schmalen sind so 3,3 cm ungefähr auseinander. An Spurbreite. So. Die könnt ihr miteinander mit einer Achse verbinden. Ich habe es jetzt extra nicht gemacht. Die passen. Ist es genau dieselbe Spurbreite. Also, ihr könnt den Zug auf normale Lego-kompatible oder Lego-Schienen stellen, was ihr halt daheim rum habt. Er passt drauf. Wie gesagt, dadurch, dass nichts beweglich ist unten,
können dann auf der Geraden vor- und zurückschieben. Um die Kurve wird er nicht fahren. Oder nicht besonders gut. Okay, vielleicht sehr weite Kurven. Okay. Motorisierung hat sich damit auch erledigt, weil ja, so ist es einfach nicht machbar. Wollen wir es kurz machen? Das Ding ist ein reines Displayset, sonst wäre es ja auch nicht so beleuchtet. Ja? Okay, gehen wir durch. Qualität, super. Sind Gobrik-Steine wieder, oder es gibt zumindest Funhole an. Die Tüten waren so, wie ich sie von Gobriks aus neuester Zeit kenne, also gehe ich einfach mal davon aus, das stimmt. Tolle Qualität, Klemmkraft ist super. Wir haben keine Farbabweichung, nichts. Bautechniken, super, macht echt Spaß, macht richtig, richtig Spaß. Ist für mich bis jetzt die schönste Lokomotive, die ich habe. Ich habe nicht viele. Und es ist die, die mir auch am meisten Spaß gemacht hat, weil, sind wir mal ehrlich, so ein Zug macht nicht besonders viel Spaß beim Aufbau. Auch der von Lego, den ich unten noch habe, baut man halt schnell zusammen. Der Maersk-Zug war noch ein bisschen was anderes, der hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als hier so ein Schnellzug. Aber das Ding hat richtig tolle Bautechniken, wirklich viel Studs on Side, viele schöne Elemente, tolle Teile mit dem Gold und dem Flat Silver. Die Aufkleber sind toll, ich habe zwar welche vergessen anzubringen, 4 Stück, seht ihr das? Aber da habe ich in der Anleitung echt komplett übersehen, wo die hingehören und im Nachhinein war ich jetzt zu faul zum Suchen. Ihr habt es gesehen, die tolle Pinzette und hier ist auch der USB-Anschluss, um die Platine direkt dann zu betreiben. Okay. Was ich echt cool fand, die Katze hier, die hat mich total überrascht. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Nicht, dass es, ne? Aber eine nette kleine Überraschung. Ansonsten das hier oben, das Erz oder ne, keine Ahnung, was es hier oben sein soll. Diamanten, keine Ahnung, wie der Zug angetrieben wird. Das ist Steampunk, ja, er wird ja wohl mit Dampf angetrieben. Aber was wird denn verheizt? Anscheinend hier blaue, lila und rote Kristalle. Steampunk bin ich nicht so wirklich drin. Ich finde es cool, ich finde es interessant. So viktorianisches Zeitalter und abgefahrene Maschinen, da gibt es 1, 2, 3 coole Filme. Da gibt es 1, 2 coole Serien und es gibt ein paar richtig gute Mangas und Animes dazu. Aber ich war da noch nie so richtig drin. Ich finde es nett. Ich finde es cool. Cyberpunk liegt mir ein bisschen mehr. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal eine Cyberpunk-Lok. Schienenverkehr in 2077. Gut, es muss ja nicht Cyberpunk 2077 sein. Okay. Jo. Also wenn man fährt, das Gestänge hier, das geht mit, ihr seht's, das funktioniert. Besonders spektakulär ist es nicht, aber wie gesagt, es ist ein reines Displayset, aber dafür erfüllt es seine Aufgaben wunderbar. Okay, habt ihr noch irgendwelche Fragen, schreibt sie in die Kommentare. Gerne wüsste ich von euch, aber wie findet ihr Funhole generell als Firma? Neuer Player am Markt, der gleich mit wirklich mächtiger Wucht von den Umfang der Verpackungen, was in den Packungen drin ist, die Qualität, weil halt wirklich gleich mit Top-Notch einsteigt. Und aber sehr spezielle Sets hat. Was haltet ihr von Funhole? Und was haltet ihr von Funholes Steampunk Train? Ich finde ihn geil. Ich bin gespannt auf den auf dem passenden Bahnhof dazu. Ich werde bei Funhole auch gleich nachfragen, sobald er rauskommt, dass sie mir einen zusenden. Wer die Lokomotive vorab schon haben will, soll sich bei mir melden. Dann reiche ich die weiter für einen kleinen Unkostenbetrag für den Kanal. Wenn sie keiner haben will, dann kann ich sie euch dann später mit dem Bahnhof präsentieren. Also von daher, lasst euch überraschen. Ich weiß auch nicht, wann der rauskommt. Okay. Ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Wie gesagt, Verpackung top, Anleitung top, Teilequalität top, Beleuchtungsset top, Aussehen top. Was soll ich noch sagen? Aussehen ist immer Geschmackssache, das weiß ich. Mir gefällt sie richtig gut, aber das liegt im Auge des Betrachters. Deswegen sagt mir mal Bescheid, wie es euch denn so gefällt. Weil ich lebe ja hier in meiner kleinen Blase, ich gehe arbeiten, komme heim, mache YouTube und habe wenig Feindkontakt und Freundkontakt. Insofern lebe ich so ein bisschen in meiner Blase und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich als Kommentar, weil ich kann auch kaum jemanden fragen, ja, wie findest du es vor dem Video? Ja, meine Familie sagt, weil sie seit 5 Jahren sind. Und? Das
So wie ich, wenn sie mir Klamotten vorstellen. Nach dem 10. T-Shirt sage ich dann auch. Okay. Teenager machen gerne Modenschau. Gut, so langsam nimmt es ab, sie werden doch langsam ein bisschen zu groß, zu alt. Okay, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin auf eure Rückmeldung gespannt. Ich bin auf Funhole gespannt, was da noch so alles kommt. Den Namen finde ich immer noch absolut Oberklasse. Wenn man das W nicht mit Absicht spricht, ist es halt schon ein bisschen. Okay, vielen, vielen Dank. Euer Frank, bis bald.